Die Mosellandschaft ist hauptsächlich durch ihren Weinbau bekannt. Aber auch der Fischfang auf der Mosel besitzt eine lange Tradition. Seit vielen Generationen üben die Kröverfischer ihr Handwerk zwischen Traben-Trarbach und Kinheim aus. Das Fischen mit der Gievenschleife dient dem Fang von Grundlingen, den Gieven. Diese Fische werden als Köder für den Aalfang benötigt. Der Fang erfolgt teils vom Ufer, teils vom Boot aus. Notwendig dafür ist ein sandiges oder kiesiges Ufergelände, wie man es hier in der Nähe der Flussbrücke von Lösnich nach Kinheim vorfindet. Die Fangstrecke am Ufer entlang beträgt etwa 20 bis 30 Meter. Wo das Gelände es zulässt, kann sie bis auf 50 Meter ausgedehnt werden. Das Wasser ist in der Regel nicht tiefer als 1,20 Meter. Das Fischen mit der Gievenschleife war bis zum Ausbau der Mosel-Staustufen üblich. Nach 1963 bestimmten steile Böschungen und Aufschüttungen das Uferbild, sodass die Gievenfischerei nicht mehr ausgeübt werden konnte. Der hier mehrfach gezeigte Fangzug rekonstruiert die vorher gebräuchliche Technik. Hier wird der Fang eingeholt. Die Fischer entleeren das Netz in eine im Boot bereitstehende Zinkwanne. Dann legt man das Netz zum nächsten Fang zurecht. Die Fische werden in einen Hälterkasten umgefüllt, das sogenannte Weiherchen. Es wird außen am Boot schwimmend mitgeführt. Seitenwände und Boden dieses Kastens sind mit Bohrlöchern versehen, sodass er ständig vom Flusswasser durchspült wird. Zuletzt zieht der Fischer die Gievenschleife Stück für Stück ins Boot, wo sie in lockeren Schichten geordnet wird. Ein neuer Fangzug kann beginnen. Die Gievenschleife besteht aus einer ca. 25 Meter langen Eisenkette, an der etwa 50 Holzplättchen mit Drahtringen befestigt sind. Die Kette wird beim Fischen am Flussgrund entlang geschleift. Aus dieser Technik erklärt sich die Bezeichnung Gievenschleife. Durch die tanzenden Bewegungen der Holzplättchen im Wasser werden die Fische zusammengetrieben. Die Fangmannschaft besteht aus drei Fischern. Jeweils einer von ihnen führt den Kahn auf der Fangstrecke mittels einer langen Starkstange. Der Fischer, der am Ufer entlang geht, hängt sich das Kettenende der Gievenschleife über die Schultern und bewegt sich rund 25 Meter stromabwärts. Okay.
Einer der im Boot verbleibenden Fischer lässt nach und nach die Gievenschleife zu Wasser. Das mit zwei Stangen bestückte Fangnetz liegt währenddessen über der Bordwand bereit. Nun beginnt der eigentliche Fischzug, in dem sich der Kahn mit dem anderen Ende der Kette ebenfalls flussabwärts in Bewegung setzt. Am Ende der Fangstrecke nähern sich Fischer und Boot und verengen damit den durch die Kette gebildeten Bogen. Dann wird das Fangnetz entgegen der Strömung mittels zweier Staken aufgestellt. Die im Bogen eingeschlossenen Fische flüchten zwangsläufig in das Netz. Gleichzeitig holt der im Wasser stehende Fischer die Kette ein, indem er die einzelnen Holzstücke am Flussgrund stapelt. Dabei führt er langsame Zickzack-Bewegungen aus, damit die Fische zusammenbleiben. Wegen dieser dem Sägen von Holz ähnelnden Bewegung wird diese Tätigkeit auch das Gievenschleifensägen genannt. Das 1 Meter tiefe Netz ist an der Öffnung zur Hälfte mit beschwerenden Bleistücken, zur anderen Hälfte mit oben schwimmenden Korkstücken besetzt. Offen gehalten wird es zusätzlich von den zwei am Grund eingesteckten Stangen. Das Fangen der Grundlinge mit der Gievenschleife erfolgt morgens. Eine Fangstrecke wird in der Regel 2 bis 3 Mal abgefischt. Dann wählt man flussabwärts weitere geeignete Uferabschnitte zum Fischen mit der Kette aus. Die Fischer bewegen sich am Ende der Fangstrecke genau so weit aufeinander zu, dass der Abstand zwischen ihnen der Breite des Gievennetzes entspricht. Diese beträgt etwa 4 Meter. Mit Beginn der 60er Jahre unseres Jahrhunderts vollzog sich der Ausbau der Mosel zum Schifffahrtsweg. Flache, sandige Uferstrecken sind seither am Fluss kaum noch zu finden. Deshalb ist der Fischfang mit der Gievenschleife, wie auch die im Folgenden gezeigten Techniken, für die Moselfischerei heute weitgehend nicht mehr tauglich.
Der hier dokumentierte Vorgang beschreibt das Fischen mit dem Schleppnetz, auch Schleifnetz, Schleifgeil oder großes Geil genannt. Das Schleppnetz fand hauptsächlich im Herbst und Winter Verwendung. Zum Fang von Standfischen wurde es in der Flussmitte, also in tiefem Wasser, eingesetzt. Zwischen den einzelnen Fischzügen ließen die Fischer das Boot von Kröf in Richtung Traben-Trarbach den Fluss hinuntertreiben und zogen es anschließend am Ufer entlang wieder zum Ausgangspunkt zurück. Eine andere Möglichkeit bestand darin, das Boot zunächst stromaufwärts bis Kinheim zu treideln und die Fangzüge in Kröf zu beenden. Das kegelförmige Schleppnetz besitzt an der unteren Öffnung einen Durchmesser von 30 Metern. Der Saum wird von einer mit Bleikugeln besetzten Leine gleicher Länge beschwert. Etwas oberhalb dieses Saumes sitzt ein nach innen offener Beutelring, der mit dünnen Bändern so am Netzkegel befestigt ist, dass ringsum eine Reihe von Fangtaschen entsteht. Die Beute eines Fangzuges beträgt in der Regel 8 bis 14 Pfund Standfische. Bei günstigen Bedingungen bis zu 30 Pfund. Zur Aufbewahrung des Fangs ist im Boot ein Hälterkasten fest installiert. Beim Auslegen des Netzes wird der Saum über die Bordwand gehängt und das gesamte Netz darüber aufgeviert, das heißt in lockeren Schichten geordnet. Zuletzt nimmt der Fischer die Kopfleine auf, die im Boot verbleibt. Der Maschenkegel des Schleppnetzes wurde mit Hanfgarn in Eigenherstellung geknüpft, während das Netzstück am unteren Drittel des Saumes maschinell gefertigt war. Jeder Fischer besaß in der Regel zwei Schleppnetze. In der Flussmitte angekommen, wird der oben liegende bleibeschwerte Netzteil ausgeworfen. Während das Schleppnetz zu Boden sinkt, wirft ein Fischer bereitgelegte Steine flussabwärts ins Wasser, um die Fische in den Bereich des Netzes zu treiben. Der Maschenkegel des Netzes gleitet unter dem Gewicht der Kugeln selbsttätig aus dem Boot ins Wasser. Das Netz breitet sich am Flussgrund kreisförmig aus, sodass die im Wasser stehenden Fische überdeckt werden. Lediglich die an der Kegelspitze des Netzes befestigte Kopfleine verbleibt im stromabwärts treibenden Boot. Der Fischer birgt nun den Fang, indem er das Netz senkrecht an der Kopfleine aus dem Wasser herauszieht. Dabei schlägt der Netzsaum am Boden zusammen, sodass die Fische nicht mehr aus den Fangtaschen entweichen können.
Vor dem nächsten Fangzug wird das Schleppnetz wieder im Boot zurechtgelegt. Bei der hier im Boot liegenden Grundangel handelt es sich um eine 25 Meter lange Hanfleine, die in Abständen mit etwa 20 Vorschnüren ausgestattet ist. Am Ende dieser Vorschnüre sind die Angelhaken für die Köderfische befestigt. Die Vorbereitung des Fangs besteht darin, die Vorschnüre mit Grundlingen zu beködern. Dabei ist es wichtig, die Köderfische so aufzuspießen, dass sie nicht verletzt werden. Dies geschieht durch Einstechen des Hakens unterhalb der Rückenflosse. Die Schwimmfähigkeit der Fische bleibt erhalten. Während die Hauptleine im Bootsinnern verbleibt, hängt der Fischer die fertig beköderten Schnüre nach außen über die Bordwand. Die Köderfische können zwar ins Wasser tauchen, sich jedoch nicht so frei bewegen, dass ihre Leinen verheddern. Die benötigten Grundlinge werden frühmorgens mit der Gievenschleife gefangen. Die Vorbereitung für den Aalfang findet daran anschließend etwa zur Mittagszeit statt. Da kommt er direkt, da ist er. Ist die Aalschnur fertig beködert, so wird sie mittels zweier am Anfang und Ende befestigter Steinanker im Fluss versenkt. Beginnend mit dem einen steinbeschwerten Ende werden die Köder nun Stück für Stück ins Wasser gelassen, wobei das Boot flussaufwärts gestarkt wird. Das Auslegen mehrerer vorbereiteter Grundangeln erfolgt von Mittag an bis etwa 18 Uhr. Mit der Moselkanalisierung veränderte sich auch der Aalfang. Die Strömung wurde geringer, was dazu führte, dass es kaum noch Wanderaale in der Mosel gab. Außerdem verschwanden die Kribben, zwischen denen die Aalschnüre quer zum Strom ausgelegt wurden. Der hier dokumentierte Fang von Standaalen erfolgt daher am Flussrand parallel zum Ufer. Zum Schluss wirft der Fischer das andere Ende der Aalschnur ins Wasser und merkt sich die Stelle anhand der Uferbeschaffenheit. Das Ende, ne? Am nächsten Morgen fährt die Fangmannschaft wieder zum Auslegeplatz zurück. Als erstes wird der zuletzt versenkte Steinanker mit einem Kramphaken vom Grund aufgenommen.
Dann hebt der Fischer die Vorschnüre in umgekehrter Reihenfolge wieder nach und nach aus dem Wasser und gibt die gefangenen Aale in eine im Boot bereitstehende Tonne. Unversehrte Grundlinge werden vom Haken befreit und zurück in den Fluss geworfen. Für den Fang von Standaalen besonders geeignet sind ufernahe Stellen unterhalb der buschbewachsenen steilen Hänge. Bei dieser Fangtechnik knüpfen die Fischer bis zu 20 einzelne Aalreusen zu einer Reusenkette zusammen. Zwei Steinanker bilden die Enden der parallel zum Ufer liegenden Kette. Am frühen Morgen sucht der Fischer mit einem Kramphaken den Flussgrund nach der Reusenkette ab, die am Abend vorher hier ausgelegt worden ist. Sobald er den Steinanker am Anfang der Kette gefunden hat, hebt er ihn ins Boot und das Bergen des Fangs kann beginnen. Die einzelnen Reusen werden der Reihe nach kontrolliert. Der Fischer fasst die sich verkleinernden Eisenreifen der Reuse zusammen und schichtet die Kette fortlaufend im Bootsinnern auf. Während dieses Vorgangs erfolgt die Säuberung des Geräts. Kleine Steine werden entfernt und die Reuse durch Schütteln an der Wasseroberfläche gereinigt. Hat sich ein Aal in einem Reusengang verfangen, so löst der Fischer den Maschensack am spitzen Ende der Reuse und leert das Netz aus. Im Boot steht eine Tonne für die gefangenen Fische. Die Aalreusen aus gefärbtem Perlongarn sind ungefähr 4 Meter lang. Durch die Reifen entstehen im Innern 4 bis 5 Gänge, die sich zum Reusenkopf hin verjüngen. Die Öffnung des letzten Gangs besteht aus einem engen Schlitz, der in einen länglichen Maschenschlauch mündet. Beim Entfernen des Fangs wird der Aal durch dieses Schlauchstück aus der Reuse herausgeschüttelt. Anschließend bindet der Fischer den Reusenkopf wieder zu. Sind alle Reusen eingeholt, so wird als letztes der zweite Ankerstein geborgen. Das Fanggerät kann von neuem eingesetzt werden. Die Reusenöffnungen müssen dabei stets stromabwärts zeigen.
Während man vor 1963 einzelne Reusen vor und hinter den Kribbenköpfen aufstellte, ist diese Technik durch die Aufstauung unbrauchbar geworden. Die Einführung der Reusenkette ersetzt die ältere Fangmethode. Die Reusenkette ist als einzige der hier gezeigten Fangmethoden auch heute noch gebräuchlich.